Hier ist Ritter van Bier. Und bevor dieses Video jetzt und hier anfängt, Dankeschön für 60 Abonnenten! Woo! Das freut mich wirklich riesig. Hier habt ihr ein Glas imaginären Orangensaft. Nein, besser, ein Glas imaginären Kirschsaft. Ja, und zur Feier des Tages habe ich mir gedacht, kratze ich doch mal ein komplett neues Thema an. Archäologie! Beziehungsweise archäologische Funde, welche ich persönlich sehr spannend finde. Ich weiß, das klingt nicht wirklich spannend, aber das wird es. Versprochen, es gibt kein Geld zurück. Und da würde ich einmal sagen, los geht's. Wir begeben uns einmal in das Jahr 1999. Nach Sachsen-Anhalt, in die Gemeinde Ziegelroda und in die dunklen Wälder des Mittelberges. Dort hatten sich am 4. Juli des gleichen Jahres Raubgräber zusammengefunden, um nach kleineren Kostbarkeiten zu suchen. Raubgräber sind das gleiche wie Grabräuber, es heißt nur anders. Und eine Raubgrabung bezeichnet im Übrigen das Ignorieren sämtlicher archäologischer Standards. Es ist das gezielte Suchen nach speziellen Fundstücken, ohne dass darauf geachtet wird, was beim Bergen dieser zerstört werden kann. Es wird sogar größtenteils einfach so in Kauf genommen, dass dabei einfach mal so uralte Kostbarkeiten oder Relikte zerstört werden. Das Ganze ist im Übrigen auch ganz, ganz leicht illegal. Nur mal so zur Info. In der Videobeschreibung findet ihr einen Link zum Denkmalschutzgesetz von Sachsen-Anhalt. Da könnt ihr ja mal reinschauen. Aber was fanden denn nun diese Raubgräber oder Grabräuber oder wie auch immer die heißen? Tja, statt Gold oder sowas in der Art, fanden die Raubgräber an jenem Tag etwas anderes, was sie noch nie zuvor gesehen hatten. Eine merkwürdige runde Scheibe aus Bronze mit mysteriösen Objekten und Verzierungen drauf. Natürlich wussten die Raubgräber nicht, was das war, und so nahmen sie die Scheibe mit und verkauften sie an einen Hehler. Wuh, Wahnsinn! Genau, das macht man auch. Ja, ich habe da gerade irgendwas Merkwürdiges gefunden, was ich noch nie zuvor gesehen habe und was mit merkwürdigen, teilweise rituell wirkenden Sachen bestückt ist. Erstmal verkaufen. Noch nie was von Flüchen gehört, oder? Egal. Jedenfalls war die merkwürdige Scheibe nun weg und bei irgendeinem Hehler gelandet. Der verkaufte sie dann weiter und der nächste Hehler verkaufte sie dann wieder weiter und dann im Jahre 2002, also 3 Jahre nach dem Fund, kam der neue Besitzer auf die Idee, die Scheibe einigen Museen anzubieten. Hat sich eventuell gehofft, dass da noch ein bisschen mehr Geld rausfließt. Die Scheibe von damals soll übrigens für so 1300 oder 3000 D-Mark weggegangen sein. Wenn man sich überlegt, was das für eine Scheibe war im Endeffekt. Ist das scheiße wenig Geld? Egal, einige Archäologen gingen nun zum Schein auf dieses Gebot dieses Hehlers ein. Und ich sage hier zum Schein, weil diese damals schon wussten, dass da irgendwas nicht mit rechten Dingen zugeht. Und was dann passiert ist, kann man sich folgendermaßen vorstellen. Es wurde sich auf ein Treffen geeinigt. Dieses sollte in einem Hotel in Basel stattfinden. Nun schickte man ein oder eventuell mehrere Lockvögel dorthin, um sich mit dem Verkäufer zu treffen. Doch noch ehe der Verkauf abgewickelt war, klickten bei dem Verkäufer schon die Handschellen. Natürlich machte dieses ganze Thema schnell die Runde, weil die Medien sich auf absolut alles stürzen. Naja, dadurch wurde dann ebenfalls der mysteriösen Scheibe ihr heutiger Name gegeben. Die Himmelsscheibe von Nebra. Weil Nebra ist eine Stadt, die in der Nähe des Mittelberges liegt. So, die Scheibe ist sichergestellt. Und was passiert als nächstes? Richtig, eine Reihe von Untersuchungen. Denn dieses Objekt übertraf alles, was Archäologen bisher zu Gesicht bekommen hatten. Es hatte augenscheinlich keinen wirklichen Nutzen. Es war keine Waffe, es war kein Teller oder so. Und für Schmuck war es viel zu groß. Die Scheibe wurde auf das Jahr 1600 vor Christus geschrieben, gehörte also mitten in die Bronzezeit. Hier mal eine kleine Anmerkung, es gibt Gerüchte,
in großen Anführungszeichen Gerüchte, dass diese Scheibe gefälscht sein soll und keine 100 Jahre alt ist. Ja, aber das sind wie gesagt nur Gerüchte. Das Geile ist, der Typ, der die Gerüchte ins Rollen gebracht hat, hat die Scheibe noch nie in den Händen gehalten, hat ihn noch nie untersucht, sagt aber jetzt, die Scheibe ist mit irgendwelchen alten Bronzestücken zusammengesetzt worden, dass die so aussieht. Aber die ist in Wirklichkeit nicht 1600 vor Christus entstanden. Die ist keine 100 Jahre alt. Ja, alles klar. Zurück zum Thema. Was war denn nun der Nutzen dieser Scheibe? Und was sind diese merkwürdigen goldenen Verzierungen? Tja, die Himmelsscheibe von Nebra ist genau das, was sie ist. Eine Himmelsscheibe. Wer hätte es gedacht? Um genau zu sein, zeigt diese eine für damalige Verhältnisse sehr genaue Abbildung des Tag- und Nachthimmels. Die kleinen Punkte sind die Sterne, welche auf das Sternbild der Plejade hindeuten könnten. Der große Kreis ist der Vollmond, welcher gleichzeitig auch die Sonne ist. Und die goldene Sichel, naja, die Mondsichel. Aber was ist der Rest da? Dieser dunkle Rand dort links und der helle Rand dort rechts? Und was ist dieses merkwürdige halbrunde Ding da unten? Nun, die beiden Ränder, welche parallel zueinander liegen, beziehen sich auf den Aufgang und den Untergangspunkt der Sonne und des Mondes. Bei dem kleinen halbrunden Ding soll es sich angeblich um eine Art Boot oder Schiff handeln, welches die Sonne über die Nacht zieht und es somit Tag auf Erden wird. Das ist aber wie gesagt nur eine Vermutung. Ja, aber wozu wurde das Ding denn jetzt genutzt? Dazu muss man wissen, dass die Scheibe genau auf dem Gipfel des Mittelberges gefunden wurde. Dort soll sie von ihren Erschaffern als eine Art Kalender genutzt worden sein, um zum Beispiel die Erntezeit zu bestimmen. Das war's. Die ach so mysteriöse Himmelsscheibe von Nebra ist allem Anschein nach ein simpler Kalender aus der Bronzezeit. Beeindruckend. Naja, für damalige Verhältnisse ist das schon wirklich was Herausragendes. Und wer weiß, was in ferner Zukunft noch über die Scheibe herausgefunden wird. Eventuell ist das Ganze mit dem Kalender komplett falsch und die Scheibe war nur ein echt stylischer, bronzezeitlicher Frisbee. Wer weiß, wer weiß. Natürlich habe ich euch auch hier sämtliche Quellen und Links zum selber Nachschauen und selber Lesen in die Videobeschreibung gepackt. Werft da doch einmal einen Blick drauf, wenn ihr wollt. An dieser Stelle noch einmal danke für die 60 Abonnenten. Und in diesem Sinne bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit und sage Tüdelü.